Fremdvertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fremdvertraut, dem Podcast der Evangelischen Akademie im Rheinland für Politik, Dialog und Vielfalt. Heute geht es um russische Desinformationspolitik und mein Gast ist Dr. Andrei Sajakin. Herzlich willkommen. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind russischer Physiker, politischer Aktivist und Journalist und Mitbegründer des Netzwerks Dissernet, das Plagiate aufdeckt. Sie sind aber auch für die Novaya Gazeta tätig gewesen. Und Sie sind als politischer Aktivist mit Alexei Nawalny zusammen unterwegs gewesen und haben zum Beispiel den illegalen Anhäufung von Reichtum von Oligarchen untersucht. Im August wurden Sie verhaftet wegen der Unterstützung der Organisation von Nawalny und warten seitdem auf Ihr Urteil. Aber Sie sind inzwischen hier in Vilnius und in Sicherheit und es kann Ihnen hier hoffentlich nichts passieren. Ja, wir wollen, wie gesagt, über die Propaganda Putins sprechen. Was sind die Anfänge und was ist der Zweck dieser Propaganda gewesen? Die Anfänge sind schon in den Anfangsjahren von Putin deutlich. Als er zur Macht kam, hat er damit angefangen, Schritt nach Schritt die unabhängigen Medien in Russland zu machen. Es gab zum Beispiel dann einen unabhängigen Fernsehkanal NTV. Das war ein nationaler Fernsehkanal, der viele Zuschauer hatte. Und damit war es weg. Und dann Schritt bei Schritt, Zeitung nach Zeitung, bis zum vorigen Jahr, als die Novaya Gazeta in Russland schon nicht mehr als eine gedruckte Zeitung erscheinen konnte. Auch mit der Zensur, also nicht zu sagen über die nicht zensurierte Version, die jetzt als Novaya Gazeta Europa bekannt ist und aus Riga funktioniert, aber natürlich ohne Druckversion. Das war der Anfang. Also die Propaganda wird nur dann erfolgreich, wenn es keine unabhängigen Medien sind. Also wenn es niemanden gibt, der nationalen Ebene sagen kann, nein, was sie sagen ist falsch, ist tatsächlich falsch und ist in allen Sinnen falsch gesagt. Da ist ethisch falsch, ist moralisch falsch und so weiter. Und was ist der Zweck dieser Propaganda? Warum hat Putin diese Propaganda ins Leben gerufen? Es gibt die Propaganda binnen Russland und die Propaganda für das Ausland. Und natürlich die Propaganda und die Propaganda zusammen haben den Zweck, Putin bei der Macht ewig halten, sobald er lebt. Also ich glaube, dass dies ist Endzweck der Propaganda. Und natürlich hat jedes Stück von Propaganda einen konkreten Zweck im Gegenwart. Zum Beispiel gab es viel Propaganda über die Wahl in Russland. Also Propaganda hat bestätigt, zum Beispiel, dass die Wahlbeobachter von draußen finanziert werden, dass sie Mitglieder von irgendwelchen antirussischen Organisationen sind und dass sie nur da sind, nicht die Wahlen zu beobachten und nicht das Unrecht in den Wahlkommissionen zu finden, aber um Putin selbst zu kritisieren und um gegen Russland insgesamt zu handeln. Das war ein Stück, das war nur ein Beispiel von Tausenden von diesen heimischen Propaganda, die im Inland stattfindet. Ja. Also Machterhalt einerseits, aber auch gezielte Desinformation gegen Oppositionelle, gegen andere politische Stimmen, das war von Anfang an das Ziel. Und was waren die Kernbotschaften? Was wurde hauptsächlich gesagt? Was waren die hauptsächlichen Inhalte, die dann darüber hinaus propagiert wurden? Also ich glaube, man könnte nicht ein Buch, sondern Bücher lesen
der was tatsächlich in der Propaganda gesagt worden ist. Ich will mich konzentrieren darauf, was an Europa gezielt war und gezielt ist. Ich glaube, die Hauptstücke von Propaganda sind jetzt über die Ukraine. Zum Beispiel, dass Ukraine ein Nazistaat sei. Ukraine keinen legitimen Präsidenten habe. Dass in der Ukraine man die russische Sprache völlig verbieten will. Das sind die Beispiele anti-ukrainischen Propaganda, die klar mit Putins Kriegszielen assoziiert werden. Aber hier gibt es noch besondere Messages für Europa und genau für Deutschland. Dass man zum Beispiel zu viel Waffen produziert. Das ist schon ein anderes Niveau von Propaganda. Die geht daher von, dass der Krieg, dass Ukraine selbst verteidigen kann, aber sozusagen muss es irgendwie anders machen als mit Hilfe von Europa und von Amerika. So behauptet die Propaganda, dass Deutschland zu viel Waffen produziert. Oder dass Deutschland frieren wird, wenn zusätzliche Sanktionen gegen Russland eingeleitet werden und weniger oder gar keine Energiestoffe aus Russland gekauft werden. Mhm. Ja, und das sind wenige von den Beispielen, die man hier leiten kann. In Deutschland ist es ja so, dass diese Propaganda teilweise sehr erfolgreich rezipiert wird. Wie erfolgreich ist sie denn in Russland und wie erfolgreich ist sie in den Nachbarstaaten Russlands? Also jetzt zum Beispiel auch hier in Litauen oder in Belarus oder eben in der Ukraine oder Georgien. Oder wie wirkt sie da auch, die Propaganda? Also, ich habe nicht viel Belarus oder Georgien beobachtet. Ich wohne jetzt in Litauen und ich glaube, dass in Litauen sehr wenig von Propaganda rezipiert wird. Und man versteht hier besser, was von Putin und von Russland zu erwarten ist und wenn Putin lügt. Es ist nicht so in Deutschland. Ich glaube, Putin habe Deutschland sozusagen bezaubert. Er mag Deutschland. Ich glaube, es ist wahr. Aber er mag Deutschland nicht im Sinne, er wünscht, dass Deutschland ein demokratisches Rechtsstaat zu sein. Er hätte Deutschland gern als einen undemokratischen Partner, mit dem er möchte gern, wie in Russland gesagt wird, die Probleme entscheiden, über die Fragen entscheiden. Und natürlich ein Bier trinken, gut essen und was man mit Deutschland assoziiert. Was sind denn die Kanäle jetzt gerade in Deutschland? Über welche Kanäle werden diese Botschaften verbreitet? Technischerweise, es gibt die Kanäle von der offiziellen Propaganda. Es gab bis vor kurzem RT, Television, ehemalige Russia Today. Es war einflussreich und es gibt die pro-russischen Telegram-Kanäle. Und es gibt die komplett Fake-Websites. Es gibt die Webseiten, die zum Beispiel eine Website vom Bild imitieren, auch mit Logotypen und mit Schriftweise und mit alles. Aber das ist kein Bild. Es gab eine schöne journalistische Untersuchung vom Spiegel über diese Webseiten. Man wird dort was lesen und man glaubt, es sei wirklich Bild, also ein deutsches Medium mit Reputation. Und jemand, der nicht so viel Medien liest, kann schon daran glauben. Und dann wird es im Facebook oder in Telegram gepostet, ohne ursprünglichen Link. Und dann geht es weiter, schon wie eine Publikation vom Bild. Es gibt, also mit Logo, mit allem? Mit einem gefälschten Logo. Mhm. Es gab eine berühmte Geschichte über eine Brandstiftung in einem deutschen Dorf, wo die ukrainischen Refugees wohnten, Flüchtlinge. Man hat gepostet ein Video mit einem falschen Logotyp, ich glaube es war Bild, ja, Logotyp von Bild und mit einem Text,
dass die Flüchtlinge einen Brand gestiftet hatten in einem Haus, wo sie wohnten, oder nebeneinander, weiß ich nicht. Und das war komplett falsch. Das ist eine berühmte Geschichte. Es war ein Brand gestiftet von einem lokalen, ich glaube, mental, psychisch unstabilen Person. Und hatte nicht, also die Brandstiftung, mit den Ukrainern zu tun. Aber diese Geschichte hat den Weg in alle Kreml-Medien gefunden. Und das heißt, dass vermutlich war das Originalvideo produziert hat, mit diesen Medien verbunden. Es gab zum Beispiel Telegram-Kanäle, ich weiß nicht, ob es noch gibt, die oft Videos verbreiten in Deutschland mit deutschen Texten, aber die Files von Video, wenn man das herunterlädt, haben russische Namen. Hier kommen wir zum Problem von diesen technischen Erfolgen vom Kreml. Kreml weiß ganz genau, wie man legitime Blogs oder legitime Medien imitiert und verbreitet, damit die entweder in Russland gemachten oder für die russische Regierung gemachten Propaganda-Videos und Propagandatexte. Das war der erste Teil, der Anfang. Der zweite Teil ist, was für die Leute es sind, die dazu beitragen. Also ich meine nicht die normalen Leute, sondern die öffentlich bekannten Personen. Also und Schauspieler, Künstler, meinen Sie die? Ja, und die Abgeordneten, die Politiker, die Aktivisten. Und hier ist die Antwort klar, sind oft die Rechtsextremen und die Linksextremen. Es gibt auch die Namen, die man aussprechen kann. Zum Beispiel Sarah Wagenknecht hat mehrere Male im Bundestag oder noch irgendwo manche von den Kreml-Lügen wiederholt. Zum Beispiel, dass der Krieg in Ukraine sei ein Proxykrieg von NATO. Also sie hat diese Narrative wiederholt, sei die USA an alles schuld. Und eigentlich die tatsächlichen Lügen von Kreml. Oder zum Beispiel die AfD-Leute. Die mögen es auch sehr gerne zu wiederholen, den Quatsch, den sie aus Russland hören. Gibt es noch andere Namen, die Sie nennen können, außer Sarah Wagenknecht? Es gab zum Beispiel den Herrn Niemeyer, der ehemalige Ehemann von Sarah Wagenknecht. Es gibt den Herrn Kalbitz zum Beispiel, der nach Russland für russisches Geld gefahren ist. Es sind die Leute, die wiederholen, was sie hören oder hören wollen. Wir können nicht unbedingt sagen, dass jeder von den Linksextremen oder Rechtsextremen unbedingt bezahlt wird, um etwas aus Kreml zu wiederholen. Aber mindestens fällt es diesen Leuten kritisches Denken, und in vielen Fällen haben meine Kollegen gefunden, dass entweder Information für diese Leute aus Russland kommt, oder in manchen Fällen auch kriegen diese Leute sozusagen Unterstützung in materieller Form. Das ist auch nicht unbedingt Geld ins Bankkonto, aber zum Beispiel die sehr teuren Reisen oder teuren Bankete in Russland oder andere. Spielen Sie jetzt insbesondere auf die AfD an, die rechtsextreme AfD. Da gibt es ja viele Fälle davon, dass Abgeordnete des Bundestages von der AfD, also der Alternative für Deutschland, die ja rechtsextrem ist, nach Moskau gefahren sind und dort sehr freundlich und sehr herzlich empfangen wurden. Ist es das, was Sie machen? Genau. Was ist mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder? Ich glaube, es ist eine morale Katastrophe mit ihm. Es ist unglaublich, dass so ein Mann war Haupt der deutschen Regierung für solche Jahre, als schon man verstehen konnte, was für ein Mann Putin ist. Weil schon 2003 konnte man die Wurzeln der heutigen Lage sehen, mit NTW-Schließung, mit der Verhaftung von Chodorkowski und mit Jukas-Affäre. Und während dieser Zeit hat Schröder immer sehr glücklich, sehr
gerne mit Russland seine Geschäfte gemacht. Man musste schon dann Putin stoppen, als er in der ganzen Welt gezeigt hatte, er sei gegen die freien Medien, er sei gegen politische Konkurrenz und er kann den reichsten Mann im Land ins Gefängnis werfen, ohne das rechtlich zu... Ich meine Chodorkowski. Chodorkowski zu rechtfertigen und sein Unternehmen tatsächlich in die Tasche von Herrn Sechin zu legen. Es war nicht nationalisiert, Jukos. Mhm. Es ging in die Tasche von Herrn Sechin und Rosneft. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, woran auch Westen als Ganzes Schuld hat. Nicht nur Herr Schröder, aber auch die Politiker von den USA, vom Vereinigten Königreich, sie hatten es merken sollen, dass etwas falsch passiert. Und dass man nicht den Versprechen von Putin der Demokratie glauben kann. Also das ist, warum ich sage, es sei eine morale Katastrophe gewesen. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es noch einen Mann, der den Titel von einer nationalen moralen Katastrophe verdient hat. Es ist Matthias Warnig. Wer ist das? Das ist ein Stasi-Mann. Ein Freund von Putin, der auf verschiedenen Gremien von russischen Businesses ganz lange gewesen war, der zum letzten Putins Inauguration nach Moskau gefahren war. Und das ist ganz katastrophisch, warum ein Stasi-Mann als informeller Vorsteller von Deutschland bei Putin gibt. Was macht er heute? Ich würde gerne glauben, er tut Buße, aber ich glaube, es ist nicht so. Endlich ist er unter den amerikanischen Sanktionen, aber schon zu spät. Das ist eine Schande für Deutschland, dass niemand ihn gestoppt hat. Jetzt ist es ja so, dass diese Propaganda ist nicht immer leicht zu erkennen. Vor allen Dingen für Menschen, die keinen Hintergrund haben oder die vielleicht auch aus Verhältnissen kommen, wo sie zum Beispiel der russischen Propaganda oder überhaupt dem russischen Gefühl, den russischen Bewusstsein und der russischen Kultur näher sind, beispielsweise Russlanddeutsche. Mhm. Wir haben ja eine große Minderheit durchaus von Menschen, die aus Russland oder beziehungsweise damals auch der Sowjetunion schon gekommen sind als Flüchtlinge und die einen deutschen Hintergrund haben, irgendwo in der Vergangenheit und in großer Zahl auch schon sehr früh nach Deutschland gekommen sind. Sind die besondere Opfer? Kann man sagen, dass sie leichter Opfer dieser Propaganda werden? Oder würden Sie sagen, dass diese Gruppe ist eigentlich eher versteht, was da wirklich passiert? Es ist unterschiedlich. Ich kenne viele Russisch-Deutschen und es gibt verschiedene Leute. Es gibt Leute, die noch mental in der Sowjetunion sind. Sie sind sozusagen konserviert und sie können es nicht glauben, was durch die letzten 25 Jahre passiert ist. Ja, es gibt Leute, die sehr gut verstehen, wie viel die russische Regierung und Putin lügen. Ja, ich glaube, dass teilweise diese Leute können leichte Opfer für die Propaganda werden. Was kann man denn eigentlich tun gegen diese Propaganda? Gibt es Empfehlungen von Ihrer Seite? Man muss immer gedenken, wie viel Putin gelügt hat in den Sachen, die offenbar ist. Zum Beispiel, Putin hat versprochen, nie zum dritten Mal zu kandidieren. Jetzt ist er schon viermal Präsident gewesen und will unbedingt zum fünften Mal kandidieren. Also das ist offenbar und man braucht keine spezielle Erkenntnisse, um diese Lüge zu enthüllen. Zweites Beispiel. Putin hat gesagt, er werde Demokratie, Menschenrechte und freie Medien schützen. Natürlich kann man jetzt sehen, was mit Russland passiert ist. Wir haben
keine politische Konkurrenz, wir haben keine Demokratie, wir haben keinen Rechtsstaat, wir haben keine Medien, alle Journalisten, die ohne Zensur schreiben wollen und nicht gleichzeitig ins Gefängnis gelingen, sind im Ausland. Und das ist auch klar zu sehen. Und diese Lügen sind offenbar. Die letzte Lüge. Putin hat dem Prigozhin versprochen, er könne freilich und sicher nach Weißrussland gehen und dort lebendig bleiben, mindestens. Und wo ist jetzt Herr Prigozhin? Deswegen könnte er schon sagen, sei ein gnoseologisches Prinzip. Wenn Putin den Mund öffnet, die erste Hypothese sei, er lügt. Er hat so viele Lügen gesagt, dass es jetzt zum Hauptprinzip genommen werden kann. Ja, ich glaube, wir können damit auch schließen. Wir haben, glaube ich, jetzt ganz gut zusammengefasst, wie Russlands Propaganda wirkt, wie sie angefangen hat und welche Ziele sie verfolgt. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren, und alles Gute für Sie weiterhin. Danke Ihnen.